Hallo, ich begrüße dich herzlich. Wir wollen ja, ich bin von den zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Und wir wollen ja eigentlich den Fridays for Future helfen, dass sie den Kohlestopp 2026 voll finanziert bekommen, also dass er realpolitisch auch machbar ist. Ja? 26 statt 38, das sind 12 Jahre früher. Wir wollen die CO2-Steuer auf viel höherem Niveau einführen, als die Grünen und die SPD im Moment projektiert haben, die ja gar nicht an der Regierung sind, das gar nicht tun können. Und wir wollen sozusagen alle anderen Klimaziele, Autos ersetzen durch öffentlichen Nahverkehr plus emissionsfreie Fahrzeuge. Das kostet alles viel Geld, aber das können wir machen. Da wollen wir am Ende hin. Dazu müssen wir aber so ein bisschen die Welt verstehen, die Menschen verstehen und so weiter. Wenn du magst, da kannst du dich selbst mal vorstellen. Hallo, ich bin Sebastian Hofmann, ich komme aus Berlin und habe gerade mein Abitur fertig gemacht. Super. Und deswegen, jetzt gucken wir mal. Und wie gesagt, es ist ganz normal, dass du viele Dinge nicht weißt, denn wir in der Schule lernen wir leider immer nur so bruchstückhaft und nie so den Zusammenhang, zum Beispiel die Frage, was ist mit der Menschheit los, die wird in der Schule so gar nicht behandelt. Ne? Ist doch gar kein Thema. Wenn dann mal ein bisschen Geschichte, da mal ein bisschen Evolutionsbiologie, da mal ein bisschen Physik des Universums, aber eigentlich nie zusammen. Und das machen wir jetzt. Wir erklären jetzt die Welt zusammen, diskutieren die Welt. Weißt du schon, ob du studieren willst? Wahrscheinlich, Welches Fach? Ich bin mir dann nicht ganz sicher, die Richtung wird wahrscheinlich so Sport und Pädagogik sein oder ja, so Erziehungswissenschaften und sowas in der Art. Ich habe pädagogische Psychologie studiert und Psychologie und so weiter, Evolutionsbiologie, Psychobiologie. Ja, dann legen wir mal los. Ich fange mit etwas an, was scheinbar gar nicht so viel damit zu tun hat. Nämlich, was hast du bis jetzt in deinem Leben gehört über so, was weiß die Wissenschaft so über solche Dinge wie Intelligenzquotient? Schulnoten? Hast du das Wort Korrelation schon mal gehört? Gehört? Und Klugheit. Was hast du bis jetzt darüber gehört? Die Schulnoten und die Intelligenzquotienten korrelieren so in der Größenordnung 0,7 miteinander. Es ist also im Durchschnitt so, wer im Abi eine 1 hat, der hat auch meistens einen relativ hohen Intelligenzquotienten. Nicht immer, aber meistens. Und auch dieses, was wir so als Klugheit und Weisheit bezeichnen, ist nochmal davon unabhängig, weil der Intelligenzquotient sagt nichts über die Klugheit eines Menschen aus, mehr so über das technische, gerätemäßige. Aber eben die Klugheit ist noch etwas Wichtiges, was wir berücksichtigen müssen. Hast du denn eine Vorstellung davon? Sag dir, ich frage dich jetzt mal ganz direkt, hast du schon mal von der Gaußschen Normalverteilung gehört? Nein. Also gehört vielleicht irgendwo mal, aber ich habe jetzt gerade keinen Begriff, was mir. In der Mathematik kriegt man das meistens mit. Das ist aber in der Wissenschaft eine der wichtigsten Kurven, die man kennen sollte. Schade, dass man das in der Schule eben nicht überall lernt. Das ist so eine Glocke. Hast du vielleicht schon mal so eine Glocke gesehen? So, Glocke. Und das besagt, dass in der Natur sich die Dinge verteilen, so nach dem Motto, es gibt sehr wenig sehr kleine Menschen, es gibt sehr viel mittelgroße Menschen, sehr viel mittelgroße Menschen und es gibt sehr wenig sehr große Menschen. Natürlich, ich war gerade mit dem Griffen nicht da, aber klar, die Herkunft und so, klar, kenne ich schon. Das sagt dir alles was. Ja, natürlich. Irgendwo war das Abitur dann doch noch nütze. Genau. Und dasselbe ist auch bei der Intelligenz. Also auch die Klugheit verhält sich, die Klugheit, die Intelligenz und die Schulnoten verhalten sich so wie diese Glockenkurve. Ja? Und es ist halt so, dass viele Menschen sich falsch einschätzen. Wir haben zum Beispiel das Phänomen, manche Menschen sind genau in der Mitte zum Beispiel, denken aber, sie wären ganz rechts am äußeren Rande. Und das führt dann dazu, dass die sich total vertun darin und zum Beispiel dann auch gar nicht so interessiert sind, was Professoren rausgefunden haben, die wahrscheinlich eher so auf der rechten Seite außen sind. Ne? Und das erleben wir so als Problem. Auch die Medien berichten zum Beispiel sehr oft über Bücher, die geschrieben wurden und Millionen Publikum haben. Wenn wir jetzt uns diese Kurve anschauen, Millionen Publikum, das bedeutet, dass wenn das, nehmen wir mal an, das wäre ein sehr relativ kluger Buchschreiber.
dann müssen ja diese Millionen bedeuten, dass er da also als Fans hat, Leute, die schon Richtung Mitte reichen, ja. Und dann ist oft das Niveau des Buches erstaunlicherweise meistens dann doch relativ gering, ja, weil eben eine große Masse der Leute das verstehen kann und die wirklichen Wahrheiten, kennst du so Namen wie Kopernikus, Kepler, Galileo, Isaac Newton, Gravitation, Charles Darwin, Wallace und Gregor Mendel, kennst du einen von nicht? Ja, doch der dritte, Klemm. Kopernikus, Kepler? Die beiden, Kopernikus und Kepler, haben uns eigentlich so realistische Vorstellungen über dieses Sonnensystem gegeben, ne? Ja. Und Wallace? Wallace, kanntest du den? Noch nicht, nee. Das ist der zweite Darwin. Okay, ja, nee, wusste ich jetzt auch noch nicht. Darwin hat quasi veröffentlichen müssen, obwohl er Angst hatte vor den vielen Professoren, denn die größten Gegner des Neuen sind immer die Professoren, die schon da sind. Und er hatte Angst vor den Professoren von Oxford. Aber als er dann erfahren hat, dass der Wallace die gleichen Erkenntnisse gewonnen hat wie er selber, musste er veröffentlichen. 1859 die Entstehung der Arten durch eine natürliche Zuchtwahl. Ja, ja. Ich bin mit Namen und so Zusammenhänge immer schwierig da. Aber darum geht es auch jetzt nicht. Die Grundidee unseres ersten kleinen Blocks ist nur, dass jeder Mensch sich bewusst sein sollte, wo er vielleicht da steht. Ja? Das heißt immer so ein bisschen, wo bin ich denn in der Normalverteilung? Wenn ich zum Beispiel sage, wie manche Leute, gestern hatte ich einen Gesprächspartner, der hat gesagt, ich weiß alles. Ich weiß alles besser als den Rest der Welt. Und dann, das ist manchmal so, dass die Menschen sich selbst nicht einschätzen können. Und diese Weltrat der Weisen hat natürlich den Anspruch, da ganz rechts außen zu sein und deswegen interessante neue Sachen bringen zu können für die Lösung. War jetzt eigentlich nur so dieser erste Block. Ne? So, jetzt haben wir uns also über das Gehirn ein bisschen unterhalten, das ja aufnehmen muss, können muss. Zum Beispiel manche von den Fridays for Futures, mit denen kann man nur 3 Minuten sprechen und in den 3 Minuten kann man nichts erklären und dann verstehen sie es auch nicht. Ne? Also, weil sie irgendwo denken, sie sind ganz rechts außen und sie brauchen nichts mehr zu lernen. Ja. Ist so. Es gibt das auch bei jungen Leuten. Ne? Und bei Waldorfschülern meistens nicht, weil die sehr nachdenklich sind. Ne? So, die zweite Stufe. Und da brauchst du dich nicht zu schämen, wenn du was nicht weißt. Das hat fast niemand gewusst bis jetzt. Wann ist das Universum entstanden? Das gibt immer so viele Zahlen. Ich glaube, es waren vor 43 Milliarden Jahren. Schon mal 13,7 Milliarden Jahren. Das wären so 1,37 Meter auf unserer Zeitskala hier. Wenn wir 1,37 Meter hätten, da hinten ist es entstanden und dann eins. So, und wann ist jetzt auf dieser Zeitskala, wenn da 13,7 Milliarden ist, wann ist die Sonne entstanden und Sonne, Mond und Erde? Ganz, ganz weit rechts. Es muss ja nach 13,7 Milliarden Jahren gewesen sein, sonst da war ja das Universum noch nicht da. Das Universum, also der Urknall, wie wir jetzt bezeichnen, war vor 13,7 Milliarden Jahren. Okay, dann ist die Sonne, muss es später gewesen sein, also vor... Können Sie, aber ich dachte so, vielleicht so 500 Millionen Jahren. 500 Millionen Jahre? 6 Millionen Jahren. 6 Millionen Jahren. Vor 6 Millionen Jahren. Das ist das, so kann man sich täuschen, gell? 5000 Millionen Jahre ist das schon her. Nicht 6 Millionen Jahre, sondern 5000. 6 Millionen Jahre gibt es schon menschenähnliche Lebewesen auf der Erde. Also bei 50 Zentimeter... Bei 50 Zentimeter, nee, aber das weiß fast niemand, deswegen, ich bin ganz überrascht immer. Aber so ein bisschen die Größenordnung, da hinten ist der Urknall, da bei 50 Zentimeter Entfernung ist die Entstehung von Sonne, Mond und Erde. Das heißt, die Erde gibt es schon halb, oder die Sonne zumindest, gibt es schon halb so lange, wie es das Universum gibt. So ungefähr 8 Milliarden Jahre später entstand das. Also ungefähr, nicht Halbzeit ganz, aber so ein Drittel vielleicht. Okay.
Ja, also mehr als ein Drittel so lange. Also zwei Drittel, fast zwei Drittel sind vergangen ohne unser Sonnensystem. Da gab es andere Sonnen, die sind geboren worden und gestorben. Und so weiter. Und unsere ist eben vor 5 Milliarden Jahren entstanden. Ja, wow. Gut, man lernt hier bei uns hoffentlich Interessantes. So, und dann, wann schätzt du, wann Leben entstand? So die ersten Einzeller, die ersten Vorläufer, DNS, vielleicht schon mal gehört, Desoxyribonukleinsäure und so weiter. Uiuiui, hier werde ich ausgelöchert. Ja. Das musst du nicht wissen. Ja, ich muss das nicht wissen. Eigentlich müsste ich es schon wissen, aber wir haben es ja alles mal gelernt. Ist aber auch gar nicht so lange her. Naja, ein paar Jahre vielleicht. Die ersten Einzeller, also die 5 Milliarden, ja. Davor war ja die erste DNS so. DNS, ja. Vielleicht wieder nach der Hälfte von der Erderstehung? Das wären dann 2,5 Milliarden. Nicht schlecht, denn so 3 Milliarden bis 4 Milliarden irgendwo da entstand so das Leben auf der Erde. Na? So. Und jetzt gehen wir immer schneller vor. Jetzt sind wir schon unheimlich weit. Wir sind jetzt schon bei 3 Milliarden Jahren. Und jetzt geht es ganz schnell. Weißt du zufällig noch, was vor 65 Millionen Jahren passiert ist? Also jetzt. Also da sind die 3 Milliarden, 30 Zentimeter. Und jetzt rücken wir ganz dicht an heute ran. 65 Millionen Jahre ist nämlich quasi gerade gestern. Was ist da so passiert? Hast du irgendwas im Kopf? Die ersten Säugetiere vielleicht? Sehr gut. Obwohl die Säugetiere schon etwas älter sind, aber der Aufstieg der Säugetiere begann vor 65 Millionen Jahren. Warum? Warum konnten die plötzlich aufsteigen? Weil die Dinosaurier weg waren. Super. Und warum? Wegen einem großen Meteoriten, der, ich glaube, irgendwo im großen Atlantik, glaube ich, ist er. Gegend Mexiko. Mexiko, genau, da in die Ecke. Ja. Super. Siehst du, jetzt kommen wir doch schon in den Bereich, wo du dich schon wieder besser auskennst, ja? Und übrigens ist das nur eine These, also es war wohl zeitgleich, man weiß aber nicht, wie die Ursachen sind. Aber irgendwie war dieser Meteoriteneinschlag in der Nähe von Mexiko da irgendwo in dem, im Atlantikbereich. Und irgendwie zeitgleich sind die ausgestorben und dadurch waren die kleinen Säugetiere nicht mehr so unter Druck und konnten, ja, was ist dann passiert? Hast du eine Idee? Naja, konnten sich halt weiterentwickeln, haben sich weiter ausgebreitet in die ökologischen Nischen rein und die dann frei geworden sind und konnten sich dann durch adaptive Radiation, nennt man es so? Ich würde sagen, einfach durch Mutation und Selektion. Ja, genau, durch die Evolutionsfaktoren konnten sie sich dann schön ausbreiten. Super. Und sogar das Wort ökologische Nische, eins meiner wichtigsten Worte, kennst du. Super. Also jetzt sind wir doch schon mal, wir nähern uns dem Bereich, dein Wissen wird immer besser. Aber so sind wir uns einig, dass die irgendwann auf die Bäume geklettert haben, sich dann angepasst haben, affenartig wurden und dann später in die Savanne gegangen sind, wo sie dann wieder das Fell verlieren mussten, weil sie dann schwitzen mussten zur Kühlung. Und dass wir dann also jetzt sozusagen einen Savannenaffen haben vor uns, den Homo oder erst, wie hießen die, weißt du zufällig, wie die vor Homo hießen, die Frühmenschen? Homo. Die Vormenschen. Homo Neandertalis oder so? Das ist ein ganz später. Ach so. Vor den Homos, also vor den Homo-Varianten. Nee, das weiß ich nicht. Australopithecus, Südaffe, so Bereich 6, 5, 4, 3 Millionen Jahre, so Größenordnung. Musst du auch nicht unbedingt wissen. Ne? Aber jetzt kommt nämlich meine nächste Frage. Hast du irgendeine Vorstellung, was vor 4 Millionen Jahren passiert ist? Da liefen wir schon aufrecht rum, auch schon großenteils Richtung Savanne und so weiter. Wir waren schon in der Savanne, hatten aber, glaube ich, noch Fell in der Zeit.
Und was ist da Entscheidendes passiert für die Menschheit, für unser Schicksal? Ui. Glaube ich auch wieder überfragt. Ja, nee, das ist auch nicht so schlimm. Das ist, da bist du in guter Gesellschaft. Also, wir erschließen uns das mal. Was sind unsere engsten Verwandten? Nennen wir ein paar der unserer ganz engen Verwandten. Naja, der Affe als erstes will mir jetzt einfallen. Der sich ja. Welche davon? Welche sind am engsten mit uns verwandt? Ganz eng mit. Jetzt sage ich wieder was Falsches bestimmt. Schimpansen habe ich mal gehört, aber das weiß ich nicht genau. Ja, ist richtig. Noch mehr? Na, Gorillas werden es wahrscheinlich nicht sein. Doch, die sind auch ganz eng mit uns. Gut, ja, ich weiß es nicht. Mehr weiß ich jetzt. Orang-Utan, schon mal gehört? Und, schon mal Schlüsselwort, Bonobos gehört? Zwergschimpansen oder Bonobos, die sind aber keine Zwerge, das war ein Irrtum. Ja, sind, heißen Bonobos, Panpaniscus. Die vier sind, glaube ich, unsere engsten. Die Gibbons sind nicht so nah verwandt und so weiter. Also das sind unsere Kameraden, ja, in der Evolution. Und guck dir jetzt mal im Geiste, mal mal jetzt ein Bild von dem Gorilla und seinen Weibchen und den Zähnen. Ja, habe ich. Ne, erzähl's mir. Wie sie jetzt aussehen oder wie sie damals aussehen? Wie sie jetzt aussehen, wir wissen ja nicht genau, wie sie damals aussehen. Groß, sehr groß. Dunkles Fell. Große, sagt man, Hauer. Eckzähne, große, mächtige Eckzähne. Große Eckzähne, genau. Dann war da wahrscheinlich noch... Haben die Weibchen auch so große Eckzähne? Ah, das wahrscheinlich nicht, wenn du schon so fragst. Ja, es ist so die Frage, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, ich müsste es jetzt mal googeln schnell. Weil guck mal, die Hirsche haben riesige Geweihe, die Weibchen nicht. Und damit habe ich dir schon eigentlich verraten, zu was die Eckzähne da sind. Was macht man mit Eckzähnen in der Natur? Naja, entweder die Beute reißen oder halt innerartliche Konkurrenz, die, die konkurrierenden Männchen ausschalten, um die Weibchen zu bekommen. Genau, richtig. Und manchmal nur bedrohen mit den Zähnen, ja? Also das heißt perfekt, super, sehr gut. Du hast das Abitur voll verdient. das heißt, und jetzt müsstest du nur noch wissen, dass Gorillas nicht jagen, also keine Raubtiere sind. Also sind sie? Pflanzenfresser. Und für den Rivalenkampf ist das, oder für die Rivalenbedrohung sind die Zähne da. So, und jetzt kann ich dir verraten, was vor 4 Millionen Jahren passiert ist. Unsere Urgroßmütter und Urgroßväter und so weiter, die Urgroßväter, haben die Eckzähne verloren. Warum? Was bewirkt das? Mit was geht das einher? Naja, dass wir eine sozialere Gemeinschaft bilden, wahrscheinlich. Und ja, diese Inhalte. Und wie ist das Paarungsverhalten? Wie nennt man übrigens das Paarungsverhalten des Gorillas? Nein, ich meine die Lebensform. Monogamie? Monogamie, genau. Nicht Poly. Monogam. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja. Nee, der Gorilla ist. Der Gorilla ist polygam, das heißt, er hat verschiedene oder kann. Also Polygyn genauer, polygam und Polygyn, ja, also mehrere Weibchen. Ach so, ja, okay. Wie nennt man das umgangssprachlich? Naja. Ich helfe dir. Ein Mann hat mehrere Weibchen. Harem. Der Sultan und sein Harem, vielleicht schon mal gehört, irgendwo im Märchen oder so. Seine vielen Frauen. Der Harem ist der Ort, wo die ganzen vielen Frauen sind. Und das ist ein Haremshalter, ist kein Monogamist. Es ist auch kein Gruppenlebewesen, sondern ein Haremsgruppenform. Ja, also
ein Männchen, meistens nur ein Männchen, ein Silberrücken und mehrere Weibchen. Ja. Und ja, und wenn jetzt meine Eckzähne verschwinden und es zu der Zeit ja noch keine Waffen gab, denn wir kommen gleich dazu, wann die Technik erfunden wurde und Waffen erfunden wurden, dann bedeutet das doch, dass der Rivalenkampf aufgehört hat. Das ist, meine ich dann mit sozialer Gemeinschaft, dass man sich untereinander zu einer Gruppe zusammenschließt, die zusammen vielleicht stärker ist gegenüber Feinden, als man jeder innerartlich auch gegen seine eigene Art kämpft und bedroht. Genau, genau richtig. Wieder Abitur voll verdient. Sehr gut, ja. Denn genau das war's. Und so eine liebevolle Gruppe ist eben kooperativer als so ein kleiner Harem, ja. Und wenn dann also keine Kämpfe mehr und Streitereien um die Frauen herrschen, dann läuft das alles sehr kooperativ, sehr liebevoll, sehr friedlich. Und ja, das ist dann, das ist ein riesen Evolutionssprung. Damit haben wir uns so ein bisschen den Bonobos angenähert, über die du ja nicht viel weißt, oder? Das sind die sogenannten, Professor Franz de Waal, einer der berühmtesten Bonobo- und Schimpansenforscher, hat die in seinen Büchern beschrieben als, ja, das sind ja matriarchale Hippieaffen. Matriarchat. Das sind ja matriarchale Hippieaffen, die machen ja tatsächlich Make Love Not War. Den Spruch kennst du. Ja, ja, klar. Natürlich kenne ich den. Ich weiß nicht, woher der kommt, aber... Der kommt aus der 68er-Zeit und Hippies-Zeit. Das ist der Ursprung der zweiten Scientists for Future. Da haben die quasi angefangen zu denken in diesen Zeiträumen und sind beeinflusst gewesen. Alle sind wir ja inspiriert gewesen von der Frage nach einer besseren Welt. Ne? So, und jetzt nächster Punkt. Jetzt gehen wir wieder schnell vor. 2,5 Millionen Jahren, weißt du dann nicht, wahrscheinlich nicht genau, aber ich habe es eben schon angedeutet, Erfindung der Technik. Homo habilis... Ja? Das ist auch gleichzeitig die sogenannte Menschwerdung, weil mit der Technik werden wir zu Menschen. Ja. Ja. Vor 2 Millionen Jahren, weißt du, was da aufkam, wie man das, welche Menschengruppe, in Wirklichkeit gibt es ja keine Gruppen, in Wirklichkeit ist es so, der Homo habilis war genauso, deine Urgroßmutter hat genauso beim Homo habilis gelebt, wie deine Urgroßmutter auch später gelebt hat. Ja? Also wenn du nur weit genug zurückgehst, du musst immer von deiner Großmutter zur nächsten Großmutter gehen und zur nächsten Großmutter kommst du bei 4 Milliarden Jahren raus, bei der Entstehung des Lebens. Wenn es da jemals einen Bruch gegeben hätte, würdest du jetzt gerade hier nicht sitzen. Dann wärst du weg. Ja? Wärst du ausgestorben. Deine Linie wäre ausgestorben, deine Familienlinie. So, vor 2 Millionen Jahren, schon mal gehört, Homo erectus? Ja, das hab ich schon mal gehört, den Erectus. Ja. Aber... irgendwas über ihn noch im Kopf? Ich, wie gesagt, ich bin mit dem Namen immer ganz, ganz schwierig, wer da was gewesen ist, aber... Ich helfe einfach. Das musst du auch nicht. Es ist ja nur wichtig, dass du es durch mich erfährst, damit du so den Überblick hast, ja? Und der Homo erectus ist ungefähr vor 2 Millionen Jahren entstanden und Professor Richard Wrangham, einer der berühmtesten Anthropologen der Menschheit, jetzt von heute, berichtet darüber, dass da die Körpergröße, wie war das bei vorhin, der Gorilla ist ein Kavenzmann und seine Frauen sind Mickerlinge, klein. Und die Körpergröße glich sich an, also die wurden immer ähnlicher. Menschen, es gibt ja auf den Südseeinseln Menschen, da sind die Männer kaum größer als die Frauen. Und das bedeutet irgendwie noch sozialer, noch liebevoller, noch sanfter, Südseeinseln, Land der Liebe, vielleicht schon mal gehört? Die Südseeinsel als Land der Liebe? Nee, so noch nicht gehört. Ja, wenn du die Meuterei der Bounty hörst, dann siehst du da, dass sie sehr, sehr lebendig im Liebesleben waren, die Leute dann auch alle aufgenommen haben, sofort Liebespaare gegründet haben und so weiter. Also sehr liebevoll. Also es gibt so, also man könnte sagen, Südsee, das ist der Traum von Liebe. Ja. Immerhin schon mal sogar gehört so ein bisschen. Ne? Und der Homo erectus, das bedeutet, man sagt da begann das Urmatriarchat. Manche sagen auch der Urkommunismus.
Aber das ist natürlich mehr nur ein Wort. Ne? Aber faktisch begann da, wir verloren dann irgendwann unser Fell da in der Zeit irgendwann, weil wir so viel joggten durch die Savanne und damit wir besser schwitzen konnten. Und wir waren sehr liebevoll, sehr pazifistisch. Wir waren geschützt vor Raubtieren, denn wir hatten ja schon Werkzeuge und Waffen, die ersten Waffen und so weiter. Und konnten uns durchaus verteidigen. Also wir waren nicht mehr angreifbar durch die Raubtiere. Und ja, hatten sowas wie eine Art Paradies. Und vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, kann man sagen, war die Menschheit auf der Höhe. Was schätzt du, wie alt die damals vielleicht geworden sind? Was schätzt du, was die Altersforscher sagen, was unser Genbestand ist, wie alt wir eigentlich werden könnten, wenn wir nicht in so einer kranken Welt leben würden? Oh Gott, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Menschen ja deutlich kürzer leben, einfach wegen weniger Medikamenten und weniger, weil die Krankheiten ja viel, viel brutaler dann sein müssten. Ja, aber könnte auch ein Irrtum sein. Hast du schon mal gehört von sehr alten Menschen in Naturvölkern oder abgelegenen Gebieten, die gar keine Medizin kennen? Ja, habe ich schon gehört. Deswegen die Frage, deswegen bin ich ja gerade so unsicher. Aber ja, weil in dir streiten jetzt zwei Dinge. Die Propaganda der Schulmedizin, die sagt, nur durch uns seid ihr so gesund. Ja? Und die andere Seite, die sagt, die Wissenschaftler, die sagen, hoppla, die langlebigsten Menschen finden wir außerhalb unserer Medizin. Ja, genau, deswegen ist der Konflikt da. Ja, genau, das ist der Konflikt, denn die Medizinindustrie ist ja nun mal reich und die macht viel Werbung für sich. Ja, ja genau. Also Professor Völpel schätzt, dass wir eigentlich genetisches Material für 127 gesunde Jahre haben, 127 etwa, also über 125, sagt er. Und aber auch mehr nicht. Ne? Wir können nicht 300 werden oder 200, das geht nicht. Da sind wir genetische Grenzen. Und das ist auch gut so, denn jede Art entwickelt so ihren natürlichen, gesunden Sterbezeitpunkt. Ja? Hast du schon mal von den Okinawas gehört? Okinawa? Ja, ja, Okinawa sagt mir jetzt natürlich was, aber welche Richtung ist das? Südliche Insel von Japan und da gibt es so eine berühmte Anekdote, da wurde erzählt, dass ein 100-jähriger Karatekämpfer vor einigen Jahrzehnten einen 30-jährigen westlichen Boxer K.O. geschlagen hat, weil er einfach topfit war. Ja? Topfit mit 100. Sensationell, oder? Auf jeden Fall. Und dort wird berichtet, dass die ganz viele, bis vor einigen Jahrzehnten, ganz viele 110-Jährige gehabt hatten, die voll gearbeitet haben, voll leistungsfähig mit 110. Davon können unsere klapprigen Alten nur träumen, oder? Ja, auf jeden Fall. Experiment war dann folgendes, das Naturexperiment, das sehen Wissenschaftler auch immer gerne. Das nämlich dann kam McDonald's nach Japan, nach Okinawa und unsere westliche Medizin und unsere westliche Ernährung und jetzt sterben die alle viel früher. Ja, Fast Food. Fast Food, Fast Kill. Ne? So, nächster Schritt. Nächster Schritt, wir sind schon fast da. Wir sind schon fast am Ziel. Ne? Okinawa, das heißt also damals, vor 400.000 Jahren, könnte es sein, dass die Menschen erstaunlich alt geworden sind. Keine Raubtiere, die sie angreifen. Gesunde Naturnahrung, alles Bio, echtes Bio, billig Bio, ja, klar. Aus der Natur. Ja? Kostenlos, billig Bio aus der Natur, alles super. Und es kann sein, dass die sehr alt wurden, das wissen wir nicht so genau. Also, dass Menschen nur so 30 wurden, das war im Mittelalter, da sind wir durch unseren eigenen Kot gelaufen, hatten Tiere in den Städten, alles war dreckig und schmutzig und da sind wir dann halt mit 30 gestorben. Ja? Ja. Und es gab kaum Vitamine, es gab kein Obst, manchmal nur Getreide. Ja. Ja. Genau. So, weiter geht's. Wir sind fast da.
was ist jetzt passiert? Was hat jetzt der Menschheit das Genick gebrochen? Wie sind wir von so einer glücklichen, liebevollen Gruppe, in der wir gelebt haben, plötzlich in diese Vereinsamungsgesellschaft, dieses kriegerische Gesellschaft, in diese mörderische Gesellschaft, in das alles geraten, wo unsere Wirtschaft die Erde plündert von morgens bis abends und so weiter. Wie konnten wir in so einen Wahnsinn reingeraten? Hast du irgendeine Idee? Ich darf dir verraten, es ist nur ein Faktor. Ein Faktor? Irgendwas muss ja die Menschen dazu gebracht haben, wieder nur sich selbst zu verfolgen, oder? Ja. Und das würde ich mir vielleicht vorstellen, indem irgendwie eine bestimmte Ressource halt knapp geworden ist und sich dadurch nur halt für bestimmte Menschen oder für die Stärksten der Starken halt eine bestimmte Ressource halt rausgegriffen worden ist. Und ja. Interessante Überlegung. Ich helfe dir ein bisschen. Was können Bonobos, Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans, was machen die überhaupt nicht? Wenn man davon ausgeht, sie haben auch eine gewisse rudimentäre Sprache, so eine geringfügige Sprache. Aber was machen sie gar nicht, wenn du jetzt hier irgendwo in die City reingehst? Hier, Hohe Straße. Was haben die nicht? An der Hohe Straße? Ich komme nicht aus Köln. Ich weiß jetzt nicht genau. Das ist die Shoppingmeile. Also, sich selbst einzukleiden und halt viel Konsum, mit viel Konsum verbunden, halt viel erwerben. Wie nennt man das? Kapitalismus? Die Vorstufe des Kapitalismus, wie würde man das nennen, wenn man mal das Wort Kapitalismus einfach weglässt? Konsumsucht? Tauschhandel wäre ein Angebot. Tauschhandel und dann entstehende Markt. Geschehen, ja, Tauschhandel und Marktgeschehen, Arbeitsteilung, Tauschhandel, Tausch und dann der Tauschhandel, das wären die Worte. Und genau das sieht man in der Wissenschaft mittlerweile als den zentralen Ursprung allen Übels. Okay, also das würde ich jetzt gerne mehr darüber erfahren, weil das klingt für mich jetzt erstmal ja. Völlig neu. Völlig neu. Ich habe dir ja versprochen, dass du hier alles Wichtige über die Menschheit erfährst und über die Lösung und über den Kohlestopp 2026. Also wir wollen ja alles lösen. Ja? Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest jetzt ein Baby in dieser Gruppe. Vor 400.000 Jahren Gruppe, liebevoll. Und da hättest du ein Baby. Ja? Und du hättest das jetzt gerade auf dem Schoß. Und du sitzt da in der Natur. Was machst du, wenn es um die Ernährung des Kindes geht? Denk dann, da sind giftige Pflanzen, da sind giftige Pilze, da sind gesunde Sachen. Was würdest du dem Kind machen? Wie würdest du mit dem umgehen? Naja, natürlich nur das Beste geben. Und ja, nicht das Schlechte. Was würde das für deine DNS bedeuten? Wenn du zum Beispiel giftige Pilze geben würdest, verglichen damit, wenn du nur das Beste gibst? Naja, Vor 400.000 Jahren hat doch da dein Urgroßvater gesessen. Und wenn er jetzt Pilze gegeben hätte, was wäre dann mit seiner DNS passiert? Dann wärst du zum Beispiel nämlich nicht mehr da. Ach so, dass man dann stirbt, natürlich. Aber die Pilz an sich kann ja jetzt nicht darüber entscheiden, ob sich meine DNA verändert oder meine DNS. Das ist ja nur, ob sie das halt verträgt oder nicht und deshalb, ob ich dann deshalb sterbe oder halt nicht. Ob es dir geht wie den Dinosauriern und deine Linie ausstirbt oder nicht. Also wenn du dein Kind gut mit dem Besten fütterst, hat es die größten Chancen, deine DNS in die Zukunft weiterzutragen, sodass deine Linie nicht ausstirbt. Ja, genau. Also, ja. Ja. Genau, logisch. Sei denn man... Irgendjemand würde halt eine Mutation entwickeln, die halt dann dazu führt, dass man die Pilze auch vertragen würde. Aber das ist ja... Das ist Komfort, ist aber nicht so häufig, dass man damit rechnen sollte. Man sollte lieber dem Kind lieber die Pilze sagen, hier, pfui, die Pilze, die, aua, aua, aua. Ja? Ne? Also das ist, aber genau, jetzt sind wir uns einig. Ja, na klar, natürlich. Nächster Schritt.
Wenn ein Händler aus 30 Kilometer Entfernung in die Gruppe kommt, in deine Gruppe kommt, und er hat zum Beispiel die Vorläufer der Süßigkeiten dabei, die Vorstufen davon, wie ist sein persönliches Interesse oder Desinteresse an dem Schicksal deines Kindes? Ja, relativ gering wahrscheinlich, weil er ja seine Sachen da verkaufen will. Ja. Genau, sehr gering. Und das heißt also, da ist jetzt plötzlich ein Konflikt. Du und die Mutter des Kindes und wer auch immer und so weiter, alle sind daran interessiert, dass das Kind nur das Beste kriegt, damit es die DNS gut weitertragen kann von der Mutter und von dem Vater und von der Gruppe und von allen. Ja? Aber der Händler, der hat zu Hause seine Kinder und der will jetzt erstmal durch den Tausch nur den maximalen Profit rausholen daraus. Ob daraus langfristig das Kind schlechte Zähne kriegt oder krank wird, ist ihm relativ wurscht, ne? Ja, genau. Besonders wenn das Kind alt genug wird, um dann wieder viele Kinder zu bekommen, dann sterben seine Kunden nicht aus. Also so, sie sollten nicht sofort tot umfallen. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Ja, natürlich. Also, ja, das ist ja die Strategie, dass man halt die Leute so verblendet, dass man sagt, das ist ganz toll und super, aber halt nicht merkt, was dahinter steckt. Ja. Dann, wenn sie dann Kinder bekommen haben, sterben sie relativ früh an irgendwelchen Krankheiten, ja. Das macht aber dann nichts mehr, weil die neuen Kunden sind schon da. Ja. Ja, die sind dann da, die können dann auch wieder kaufen. Und ja, genau, die können wieder reinfallen auf die Werbesprüche und den Billigschrott kaufen, den es überall zu kaufen gibt, den krankmachenden Schrott, ne? So, wir sind schon unheimlich weit, wir sind kurz vorm Ziel. Jetzt hast du das Grundproblem verstanden, dass nämlich seitdem quasi die gesamte Wirtschaft an unserem Schicksal relativ gleichgültig war, sein musste und im Prinzip alle Gewinne erzielt hat auf der Grundlage Raubbau an der Erde, Zerstörung der Erde, Plünderung der Erde. Kranke Menschen bringen mehr Geld, mehr Profit für den Händler als gesunde Menschen. Kriegstreibende Menschen kaufen mehr Steinäxte, kaufen mehr Waffen. Und also quasi alles, was schlecht ist für uns, brachte Profit plötzlich. Ja, klingt nachvollziehbar, klingt logisch. Aber doch irgendwie neu, der Gedanke, gell? Dass man sich das nochmal so klar macht. Ne? Ja, gerade bei der Kriegsführung merkt man es immer wieder, wie die Wirtschaft oder dann halt auch die ganze Politik dann einfach nur dem Geld hinterherrennt, um halt dann den Krieg zu unterstützen, obwohl alle wissen, dass es eigentlich total sinnlos ist. Die Waffenindustrie zahlt den Wahlkampf eines Präsidenten, der kriegsbereit ist, kriegsgestimmt ist, George Bush zum Beispiel, ja. Und dann wird sie belohnt dadurch, dass es tatsächlich zum Krieg kommt und dann verdient sie so richtig. Ja. So. Einfache Logik. Das heißt also, jetzt... Wie müssen wir, jetzt sind wir heute, wir sind jetzt schon im Heute, ja? Wie müssen wir jetzt das Ganze reparieren? Was hätten die Menschen damals machen sollen? Hast du eine Idee, wie die das damals hätten, das Problem schon am Anfang vor 400.000 Jahren hätten lösen sollen? Wenn man das jetzt alles so zurückverfolgen würde und dann sagen würde, okay, wir lassen das im Tauschhandel und jeder isst nur das, was bei sich vorkommt, dann hätte man jetzt sagen müssen, dass wir den Tauschhandel unterbinden und dass wir keinen Markt eröffnen, wo wir uns gegenseitig mit Waren versorgen würden. Aber das ist ja dann auch eine Art... Naja, dann kommt ja jeder in seinen Nationalstaat oder in seine Region. Staaten gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht oder gab es damals noch nicht. Dass jeder halt wirklich nur unter seinen Leuten lebt und dann halt abgesehen von dem kulturellen, was halt dann unter sich bleibt und der Gesundheit, dass aber dann halt diese kulturelle Abschottung halt sich gegenüber stark wird. Und das ist ja auch nicht unbedingt gut. Also vielleicht würde uns doch das eine oder andere fehlen, was wir durch Tauschhandel und durch Spezialisierung vielleicht auch gewinnen könnten. Ja? Das würde uns auch wieder fehlen. Also so ganz den Tauschhandel so verbieten, wäre vielleicht keine gute Idee gewesen. Ne? Aber was hältst du von der Idee? Jetzt helfe ich dir. Was hältst du von der Idee, wenn man sagt, lieber Tauschhändler,
lass doch mal deine Waren ein halbes Jahr da, wir essen die und wenn wir prüfen aber ganz genau und wenn wir irgendwo schlechte Zähne finden oder irgendwo krank werdende Menschen plötzlich in der Gruppe haben, dann würden wir davon Abstand nehmen und wir würden dir zwar dann deine Waren so bis bezahlen, aber dann würden wir die Tauschbeziehung mit dir abbrechen, denn wir gucken genau, was aus unseren Bürgern wird, also aus unserer Gruppe wird. Gucken uns genau das an und ob die sich wirklich damit, ob die schwächer werden oder ob die irgendwie dicker werden oder sonst was, ja? Dann, wenn man das gemacht hätte, dann hätte man den Tauschhandel gelenkt. Ja? Also, und jetzt schlagen die Professoren vor, wir beide geben in Zukunft Wohlfühlnoten ab, das ist die Krönung des Ganzen, ne? Wir sagen, wie es uns heute geht. Und wenn wir Krebs, am Anfang fangen wir an mit 3 bis 4 Schulnote. Schulnote. Wie fühle ich mich jetzt? Da gebe ich als Anfangsnote, soll jeder eine 3 bis 4 geben, damit er eine Spielnote hat. Also die erste Note ist ganz einfach, wir geben alle eine 3 bis 4. Aber wenn ich zum Beispiel einen Monat später Krebs bekomme, gebe ich plötzlich eine 5 ab. Und dann kriegt mein Hausarzt und mein Essenslieferant, also mein Markt, in dem ich mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte häufig einkaufen gehe, kriegt dann am meisten Profitzuschlag aus der Krankenversicherung, wenn ich nie krank werde. Okay, ja, doch, das ist eine gute Idee. Faszinierende Idee, gell? Aber doch neu irgendwie, gell? Da hat man so noch nie drüber nachgedacht. Naja, dann wird ja, also ganz neue Idee, aber wenn man das jetzt so machen würde, dann würde man ja fürs, ja, okay, krass, und fürs Nichtstun dann im Endeffekt bezahlt werden und fürs Tun nicht bezahlt werden. Aber, also zumindest dann die Ärzte und die Händler. Was könnte der Arzt tun, um sich den größten Gewinn zu erwirtschaften? Er könnte spaßmachende Comedy, von Comedians begleitete, entertainmentmäßige Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter. Also Sportvereine, Gesundheitssportvereine aufmachen. Er könnte so eine Art Gesundheitsgemeinde gründen. Wie haben wir gelebt vor 400.000 Jahren? Naja, als große Gemeinschaft. Als, wie hieß das Fach? Gruppe, Clan, Clan, Gruppe, Clan. Wie hieß das Wort? Ach Gott. Große Sozietät, soziale Gruppe, Clan, Horde, Urhorde. Ja. Genau. Und jetzt würde quasi rund um den Hausarzt und rund um den Supermarkt, den Alnatura oder was auch immer, würde quasi wieder so eine Urhorde entstehen, wo niemand mehr einsam ist, wo man viele neue Freunde hat, wo man eigentlich glücklich und gesund leben kann. Und der Arzt macht viel, aber er macht es nur noch präventiv medizinisch und nicht mehr kurativ. Ja. Genau, und wenn aber jetzt trotzdem jemand krank werden sollte, dann wird ihm auch geholfen, dann wird der Arzt aber halt dafür weniger bezahlt, oder? Er kriegt dann weil ja der Mensch ja dann eine schlechtere Wohlfühlnote abgibt und die Gesundheitskostendaten, zum Beispiel wenn er ins Krankenhaus muss, dann entstehen da bestimmte Krankenhauskosten und die werden anteilig abgezogen von dem Geldkonto, das der Arzt bei der Krankenversicherung hat, ja? Okay. Und da wir dann durch so viel Behandlungskosten einsparen, viel weniger Krebskranke und so weiter, sparen wir viel Geld. Und dann können wir den Lebensmittelhändler auch ins Gesundheitssystem reinziehen. Den müssen wir gar nicht künstlich reinziehen. Wir schenken ihm einfach einen Gewinnzuschlag, wenn sein Markt nachgewiesenermaßen die Menschen eher gesünder hält und nicht krank füttert. Also wir machen deinen Fehler wieder, korrigieren den Fehler, den wir vor 400.000 Jahren gemacht haben. Ja. Das ist halt jetzt nur die Frage, wie ist, also für mich stellt sich die Frage, wie ist das, wenn neue Individuen in die Gruppe reinkommen oder, ist dann jede Gruppe eine gleiche Gruppe, die immer gleich bleibt, weil es gibt ja auch Umzüge, man wechselt ja den Wohnort, man will ja mal reisen gehen.
ein Problem. Die Gruppe ist ja vielleicht sogar 1000 Menschen stark. Das ist also die Gesundheitsgemeinde dieses Hausarztes hat vielleicht 1000 Leute. Ja? Und da werden sich einzelne Wohngemeinschaften, Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, Kommunen, nicht die Kommune 1, da war ich auch nicht dabei, aber ja, Gruppen bilden, Wohngemeinschaften und einige werden alleine wohnen. Also ganz, ganz normal. Und wenn jemand dazuzieht, teilt er das seiner Krankenversicherung mit, dass er sich den und den Hausarzt wünscht, dann kommt er da auf die Warteliste und sobald er jemanden aufnehmen kann, wird er aufgenommen. Und wenn jemand schwer krank ist zum Beispiel, wird das per Lotterie verlost und jeder Arzt muss auch viele Schwerkranke aufnehmen, damit es da keine Chancenungleichheit gibt. Ja. Jetzt könnte der Arzt noch auf die Idee kommen, ihn rauszuekeln, den Schwerkranken. Dann muss er zum Beispiel ein Jahr, müsste er die Behandlungskosten für den Patienten in anderen, müsste er aus seinem Etat bestreiten, damit er das nicht leichtfertig macht. Damit er nur, wenn er wirklich nicht fähig ist, mit dem umgehen zu können, sagt, okay, es ist besser, wenn der sich einen anderen Arzt sucht. Ja? Aber ansonsten, dass er keinen Gewinn macht, wenn er jemanden rausekelt und wenn die Leute zu früh sterben, je früher du vor 127 Jahren stirbst, desto geringer sein Honorar. Ja. Wow. Klingt gut? Klingt gut, ja. Also jetzt auf den ersten Blick. Ich habe jetzt natürlich sehr, sehr viel, also neue Informationen, sehr wenig Zeit, aber bisher habe ich da jetzt noch nicht viel dran gefunden, was dran auszusetzen wäre. Ich kann dir sagen, ich habe auch noch keinen Fehler gefunden daran. Ne? Aber darüber muss man immer nachdenken und versuchen, Fehler zu finden. Das machen ja Wissenschaftler. Wissenschaftler stellen alles in Frage. Und wenn du jetzt irgendeine Idee hast, was daran Problem sein könnte, sag es, weil darum geht es bei Wissenschaft. Ja, naja, wie gesagt, es ist gerade sehr, sehr viel neue Informationen, sehr wenig Zeit. Aber, naja. Sobald dir was einfällt, sagst es mir. Sobald dir ein Kritikpunkt einfällt, ja? Ich habe das nicht ganz verstanden mit diesem, wenn jetzt jemand wirklich schwer krank ist und nicht eben bei halber ist, wie wird das jetzt von dem Arzt, dass er ihn nicht einen anderen Arzt übergibt, dass er dann nicht da weniger behandelt wird? Also die Gesamtetats der Ärzte werden so berechnet und so ausgeschüttet von der Krankenversicherung, natürlich parallel zu der Höhe der Krankenversicherungsbeiträge der einzelnen Mitglieder. Wenn du 1000 Leute hast, die bei 30 Krankenversicherungen versichert sind als Arzt, ja, gibt es in jeder Kranken dieser 30 Krankenversicherungen ein Konto für dich als Arzt. Und in das fließen quasi die größten Teile der Krankenversicherungsbeiträge rein. Das ist dein Etat. Und dann, wenn du... Die Kollegen kriegen 5 Schwerkranke, die quasi nicht behandelbar sind, die nur kosten. Und du auch ungefähr 5, 6 Kranke. Ganz fair, absolute Gerechtigkeit kann es in einem gesunden System leider auch nicht geben. Aber so im großen Ganzen hast du genauso viele Kranke wie der andere und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Dadurch hast du ein paar Verluste. Aber dadurch, dass du noch mehr verlieren würdest, wenn du die rausekeln würdest, behältst du die und betreust du sie gut so kannst. Okay, und mach es so gut wie möglich, weil je länger sie leben und je besser es ihnen geht und sie sich fühlen, desto mehr Geld kriegst du. Und wenn du gute Präventionarzt geworden bist, indem du das im Fernsehen von unseren Professoren alles gelernt hast, kostenlos weitergebildet worden bist und das alles anwendest und wenn du es gut machst, verdienst du mehr als früher. Ja, okay. Ja, klingt gut. Klingt gut, ja. Ja. Okay, gehen wir weiter. Wir sind ja praktisch schon am Ziel. Wenn wir jetzt also, wenn die Leute weniger krebsankrank werden, wen müssen wir alles entschädigen? Die Pharmaaktionäre, die verlieren vielleicht ein bisschen Geld, weil Deutschland ist zwar nur ein Land von 200 Kundenländern, ja, aber immerhin verliert dann Deutschland, also die Pharmaindustrie wird ein bisschen weniger haben. Die müssen wir so ein bisschen entschädigen. Also ich bin ja der Meinung, dass die Pharmaindustrie so viel verbrochen hat, dass man, klar, man muss alle Leute irgendwie entschädigen, auch die Leute, die ja nicht viel für können, aber gerade die Pharmaindustrie verbricht so viel. Du weißt, welche Macht die Pharmaindustrie hat. Wenn die Pharmaindustrie ihre Lobbyistenarmee losschickt und der Frau Merkel sagt, Schluss mit Gesundheitsreform, dann ist Schluss. Ja, okay, gut, dann muss man die auch entschädigen, damit sie mitmachen, okay, ja?
Und wir wollen sowieso 5% aller Gelder sozusagen als Wirtschaftsförderung geben, damit die Wirtschaft zufrieden ist. Denn wenn die Wirtschaft blockiert und die Pharmaindustrie blockiert, haben wir alle verloren. Ja, im Kapitalismus. Ja, genau. Und jetzt sind wir eigentlich schon am Ziel. Denn wir, auch wenn wir die Pharmaindustrie entschädigen, und wenn wir Geld ausgeben müssen, um zum Beispiel manche frei werdende Ärzte, wir sprechen von dem sogenannten Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung statt Arbeitsamt. Ne? Also Agentur für Arbeitsplatzwechsel. Jeder Arbeitsamtmitarbeiter kriegt in Zukunft nach Möglichkeit nur noch ein Grundgehalt und riesige Prämien dafür für jeden, den er sofort von dem Platz, wo er vielleicht im Krankenhaus zum Beispiel, wird nicht mehr so viel operiert, weil es nicht mehr so viele Kranke gibt. Dann kriegt der sozusagen, nimmt er den an der Hand, geht raus, nimmt ihn persönlich an der Hand und bringt ihn sofort zu seinem nächsten Job, weil er dann die höchste Prämie kriegt. Und wenn der dann 10 Jahre den Job hat, kriegt er 10 Jahre eine anteilige Prämie. Und wenn er nur einen ehrenamtlichen Job kriegt, kriegt er eine kleinere Prämie. Aber er kriegt auch eine Prämie. Also niemand wird mehr sitzen gelassen als Arbeitsloser. Gute Idee? Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt, also wie gesagt, also klingt für mich auf jeden Fall gut. Und trotz all der Kosten, die wir jetzt haben, bleiben noch viele Milliarden Euro übrig, um die ins Klima zu stecken, um den Kohlestopp zu finanzieren. Also das heißt, wir schätzen, dass wir mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege in den ersten Jahr etwa 50 Milliarden plus machen. Im zweiten Jahr dann 100 Milliarden, im dritten vielleicht 150 und dann kommen wir so auf 200, 250 Milliarden pro Jahr. Obwohl beim Gesundheits-, Ernährungs- und Pflege vielleicht bleiben wir da auch bei 180 Milliarden pro Jahr hängen oder so. Ja? Wir haben aber noch 20 andere Reformen. Ne? Ich hatte ja eben die Arbeitsamtreform schon skizziert. Ne? So, und was schätzt du, was hat Frau Merkel bis jetzt als einziges reales Angebot, also es werden ja viele Lippen bewegt in letzter Zeit, Grüne, SPD, Lippenbekenntnisse, ja? Aber was ist das einzige relativ konkrete, was auch noch nicht mal feststeht, was die Frau Merkel angeboten hat? Erinnerst du dich? Ne, Kohle 2030, Stopp. 2038. Okay, ich dachte, es wäre auf 30 festgeschrieben, aber gut. Nicht? Na gut. 2038, deswegen sagen ja auch alle, das sei zu spät. Und was kostet aber die Frau Merkel, dieser Kohlestopp 2038, also in 19 Jahren? Wie viel muss sie jedes Jahr dafür reservieren und ausgeben? Schätzung. Oh Gott, Geld, ey. Viel Geld. Ich, keine Ahnung. Ich finde gerade bei Zahlen, geht es... Also in den 20 Jahren bis 38, 19 Jahren... 80 Milliarden, jedes Jahr ungefähr 2 Milliarden. Okay, achso, ja, okay. Das müsste, okay. Also weil du musst ja die Kohlekraftwerke entschädigen, du musst die Arbeiter an einen neuen Arbeitsplatz bringen, du musst deren Umzug finanzieren. Aber sind es diese 80 Milliarden, sind die jetzt festgeschrieben, auch wenn man das jetzt in 3 Jahren schaffen könnte, den Kohlestopp? Oder sind es jetzt für diese 20, 19 Jahre? Die Entschädigungen werden natürlich umso höher, wenn du morgen die Kohlekraftwerke vom Netz wirst, musst du höhere Entschädigungen zahlen. Ja? Also das heißt, der Kohlestopp 26 würde uns jetzt kosten so 400 Milliarden. Aber wir würden ja alle jedes Jahr 50 Milliarden machen, also wäre das auf jeden Fall machbar. Im ersten Jahr nur 50 Milliarden, damit können wir zwei Kohlekraftwerke stilllegen und können schon die CO2-Bepreisung einführen mit vielleicht 50 Euro pro Tonne und gehen dann aber in rasendem Tempo, wenn die Milliarden fließen, wenn es im nächsten Jahr 100 Milliarden sind, ja, gehen wir dann hoch und gehen sofort auf 80 Euro pro Tonne und dann gehen wir in riesigen Schritten hoch. Warum müssen wir überhaupt Schritte machen? Hast du eine Idee, warum wir Schritte machen müssen? Naja, wenn man alles auf einmal macht und es nicht klappt, dann wäre doof. Dann. Ja, vor allem, was ist mit den Leuten, die du entschädigen musst? Was ist mit Leuten, die bei 200 Euro pro Tonne CO2 plötzlich sagen, ich gehe pleite? Naja, klar, die müssen wir
Wenn du mit 50 anfängst, siehst du erstmal, wer schreit und wer anruft. Es soll ja so sein, dass ein Anruf, innerhalb einer Minute muss der Anruf angenommen werden von dem Amt für Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Und dann musst du sagen können, hier, ihr müsst mir jemanden schicken, ich gehe hier kaputt, die CO2-Steuer macht mich kaputt. Ja. Und dann muss eine Entschädigung ausgehandelt werden, mit der der Mensch gut leben kann und zufrieden ist. Vor allem auch, er muss ja auch wieder weiter wählen. Er darf ja nicht als Wähler verprellt werden, denn es muss ja irgendwo eine politische Kraft machen. Und wenn die ihren Wähler, wenn es die Grünen wären, wenn die ihren Wähler verprellen würde, wäre ja scheiße. Ja, klar. Macht vor allem kein Politiker. Ja, deswegen dann Stück für Stück, okay. Gut, verstanden. Wir fahren so schnell wie möglich hoch. Wir sehen ja dann, wie viel Entschädigung wir leisten müssen. Und dann gehen wir wieder ein Riesenstück höher. Und dann müssen wir erstmal wieder die Leute entschädigen. Und dann können wir wieder den nächsten Schritt höher gehen. Mhm. Ja. Logisch, ne? Ja, doch. Ja. Und damit können wir alles schaffen. Wobei die Professoren haben erstmal im ersten Schwung nur 900 Milliarden fürs Klima versprochen, den jungen Leuten, so an die 900 Milliarden. Und dann redet man weiter, dann muss man weiterreden. Aber ein besseres, also Merkel hat bis jetzt 80 Milliarden in 19 Jahren angeboten, wir 900 Milliarden in 7 Jahren. Das ist ein riesen, tausendfach besseres Angebot, wenn man das mal richtig abschätzt. Ne? Klingt doch ein besseres Angebot. Besseres Angebot auf jeden Fall, ja. Jetzt ist eigentlich, haben wir die Weltlösung, haben wir alles gelöst. Jetzt fehlt uns nur noch ein Punkt, der realpolitische Weg dahin, die Strategie. Hättest du eine Strategie, wie man jetzt, wie man das jetzt bewirken könnte, dass das morgen beginnt, Realität zu werden? Naja, also... Das ist schwierig. Das ist ja genau das Ding, worum ich auch viel drüber nachdenke, wie man Leute zu was bewegen kann, etwas zu tun. Und... natürlich müssen es erstmal die Mächtigen, sage ich mal, verstanden haben, damit sie es umsetzen könnten. Und aber auch, dass die ganze Gesellschaft auch übereinstimmt. So. Und das ist ja schwierig, wenn wir die ganze Zeit von der ganzen Werbung und von allen anderen Menschen so beeinflusst werden, dass wir eben diesen Weg nicht finden können. Und genau, und jetzt mache ich es mal so, um das ein bisschen abzukürzen, dass ich dir sage, wie die Strategie aussieht und du sagst, wo du da einen Schwachpunkt siehst. Frau Merkel reagiert auf zwei Dinge in der Welt und im Moment ist sie noch 2 Jahre Kanzlerin und die 2 Jahre wollen wir ja nicht verlieren. Die jungen Leute sagen ja, wir müssen uns beeilen. Und deswegen, die Frau Merkel reagiert sehr stark auf Lobbyisten und große Konzerne. Wenn die was nicht wollen, dann wird es schwierig. Ja, doch. Erinnerst du dich noch, wann Frau Merkel gesagt hätte, so, auch ich glaube, richtig vollzogen ist es auch noch nicht, aber wann hat sie gesagt, dass sie mit den Atomkraftwerken was tun will? Wann hat sie das gesagt, zeitlich? Was ist da vorher passiert? Es war nach Fukushima, oder nicht? Ja, das muss, wann 2013 war das? Oh Gott, ich weiß es nicht. War das nach Fukushima oder war das nach einer großen medialen Berichterstattung mit großer Meinungsbildung in den großen Medien, die so viel Druck gemacht haben, dass Frau Merkel reagiert hat? Na gut, das kann man so auch drehen, ja. Fukushima, wenn es nur eine Randnotiz in der Kölner Stadtanzeiger gewesen wäre? Ja gut, ja, aber ja, das ist halt dann die öffentliche Meinung, die vierte Gewalt, die Presse, ja. Ja. Also medialer Druck. Ja, ne? Also Merkel reagiert auch auf medialen Druck. Und wer hat im Moment Medienmacht? Wir Professoren nicht. Also die Professoren und Doktoren haben keine Medienmacht. Wir sind zwar berichtet worden in mittelgroßen Medien und hier, ich zeig dir mal, sogar die größte Zeitung Deutschlands hat über uns geschrieben, aber mehr nicht. Keine Tagesschau, keine Tagesthemen, keine Maybrit Illner. Ich lese mal vor. Bild-Zeitung vom 26. Juni 2019. Köln. 900 Milliarden Euro für das Klima. Das will die Kölner Gruppe. Zweite Scientist for Future, Tippfehler natürlich. Zweite Scientist for Future 2, Initiative Weltrat.
durch eine Gesundheits-, Ernährungs- und Pflegereform erreichen. Politische Parteien reagieren auf den Rat der Weisen zurückhaltend. Was meinst du, warum die zurückhaltend reagieren? Naja, weil es in der Bild steht. Ja, der wirkliche Grund ist der, dass eine Frau Merkel nicht gerne eine frühere Kollegin, eine Ministerkollegin, einfach mal so sich helfen lässt in den Ministerien. Das macht kein Politiker gern, denn jeder ist ja irgendwie der Größte. Ich habe ja vorhin erklärt, diese Normalverteilung, jeder fantasiert sich ja da ganz rechts außen. Besonders jeder Politiker. Okay, ja, naja. Gibt bestimmt auch andere, aber ja, kann ich gar nicht nachvollziehen, wenn das... Jeder ist ja irgendwie manipulierbar und gerade durch die Presse und ja, na, doch. Ja, und jeder Politiker gebärdet sich doch immer so als, ich weiß alles, ich kann alles. Ja, doch, die meisten machen das schon, das stimmt. Ja. Also die fantasieren sich, so wie wir haben in Deutschland mittlerweile, ich sage manchmal im Scherz, wir haben 80 Millionen Menschen, die fantasieren, dass sie in der Gaußschen Normalverteilung ganz rechts sind, ganz rechts außen. Also ich nicht. Realistische Selbsteinschätzung, also wenn ich jetzt nicht zum Beispiel so Durchschnittsnote wie an der Uni wie 1,1 und über mich zig Professoren geschrieben hätten und so weiter, würde ich nicht denken, dass ich rechts außen wäre. Ich habe die Rückmeldung halt bekommen. Denn von selbst wäre ich da auf die Idee nie oder auch IQ-Tests zum Beispiel, dass ich irgendwie Größenordnung 150 IQ habe. Dass, wenn ich das nicht von außen erfahren hätte, hätte ich das auch nicht geglaubt. Okay. Ja, wow. Ja, und aber die viele Menschen sonst glauben auch ohne Hinweise von außen, dass sie ganz klug seien. Ne? Und das ist aber leider ein Irrtum, denn da müssen sich ja irgendwie 90% müssen sich ja ein bisschen irren. Ne? Ja, so, aber jetzt, das heißt Medienmacht. Und wer hat jetzt wirkliche Medienmacht in den letzten Monaten? Fridays for Future. Hey. Und wer noch? Greta Thunberg, Luisa Neubauer, wie kann man alle nennen? Ja, ja, doch. Ja. Das ist Medienmacht. Das heißt, solange die Türen der Fernsehsender, kennst du die Big Five Talkshows? Zähl mal die größten Talkshows Deutschlands auf, die Medienmacht haben. Anne Will, Malbritt Illner, ja. Der Junge, wie heißt der? Lanz, genau. Hart aber fair, Plasberg. Plasberg. Ja. Weiß nicht. Das waren die Big Five. Wir haben, glaube ich, jetzt fünf gehabt. Maischberger. Haben wir die Maischberger vergessen? Fair und? So, Anne Will hatten wir. Ja. Anne Will haben wir vergessen. Scheiße. Gut, ja, ja. Und dann hat noch vielleicht noch vier Tagesthemen, Tagesschau, Heute und Heute Journal. Nein. Ja, vielleicht zehn mit Heute Show. Und auf alles andere reagiert Frau Merkel wahrscheinlich null. Ja, wobei ich... Ja, okay, das ist die Reaktion von der Merkel vielleicht schon. Aber ich glaube, dass gerade viele junge Leute sich ja in diesen Medien gar nicht mehr aufhalten. Aber Frau Merkel schon, ja. Und deswegen, also jetzt müssten doch eigentlich nur die Fridays for Future, die Greta Thunberg, die Scientists for Future, die Parents for Future und all die anderen for Futures sagen, wir tun uns mit den zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat zusammen und retten gemeinsam die Welt und kriegen den Kohlestopp 2026 voll finanziert und kriegen eine gesündere, glücklichere, zufriedenere, friedlichere, pazifistische, gesunde Welt, bei der die Konzerne die Umwelt entgiften und reparieren, weil sie nur dann am meisten Gewinn machen, wenn wir gute Wohlfühlnoten abgeben, wenn wir gesund sind. Je gesünder wir sind, also müssen sie Plastik aus der Welt raustun, sie müssen die Umwelt reparieren, die Böden entgiften, müssen Permakultur und gesunde ökologische Landwirtschaft einführen, müssen alles machen, sonst machen sie keinen Gewinn mehr. Ja, und warum funktioniert es nicht? Weil Greta Thunberg
Fridays for Future und Scientists for Future nicht richtig mit uns dieses Gespräch führen, das, was wir eben geführt haben, das Gespräch nicht mit uns führen. Oder wenn sie es führen würden, vielleicht einige davon es auch nicht so gut könnten wie du als Waldorfschüler. Das mag ja sein, aber ich kenne mich, wie gesagt, ich bin jetzt da nicht so ganz tief in der Szene drin. Aber die Scientists for Future sind jetzt nicht sie, das sind ja nochmal separate Gruppen. Es gibt zwei Scientists for Future. Die erste Scientists for Future und die zweite Scientists for Future. Aber was ich jetzt sagen will, ist, dass die anderen ja auch Lösungswege haben. Oder zumindest Ansätze. Aber hast du die Rede von Professor Volker Quaschning gehört im Internet, YouTube? Seine Formulierung war die, ich mach's mal so. Frau Merkel muss es genau so machen, wie Präsident Kennedy. Wir fliegen auf den Mond, wir wollen die Russen übertreffen. Und dafür muss ich ganz drastisch die Steuern erhöhen. Frau Merkel, warum machen Sie das nicht? Frau Merkel, machen Sie es bitte genau so wie der Kennedy. Sagen Sie, ich muss die Steuern drastisch erhöhen, um die Klimaziele zu erreichen und um den Kindern die Welt zu retten, sozusagen. Und jetzt ist die Frage, wie realpolitisch ist das? Ja, das ist ja genau das Ding, wo ich drüber nachdenke, dass ich glaube halt nicht, dass das halt von oben runtergedrückt werden kann. Aber wenn man, deswegen ist das System, was wir mir jetzt gerade eben vorgestellt haben oder was du mir vorgestellt hast, ja eigentlich... Ja, plausibel. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich realpolitisch so funktionieren würde, wie Sie das vorgestellt haben, aber klingt natürlich erstmal auf den ersten Blick ganz, ganz gut. Ja, denn eine Steuererhöhung in Deutschland, da rechne ich mit Widerstand der Wirtschaft. Wir haben, mittlerweile ist die Gesellschaft im Internet gespalten. Du hast mittlerweile fast mehr Leute, die sagen, ich will mir aber nicht von den Klimaleuten in die Tasche greifen lassen. Da gibt es so einen richtig regelrechten Hass mittlerweile. Ja, das ist ja, kennst ja, linksextrem, rechtsextrem, die Spaltung. Und es gibt unheimlichen Widerstand, das würde unheimlich schwierig werden und Merkel würde eventuell ihre letzten Wähler verlieren. Eine Fliege da. Nee, verstehe ich natürlich. Und unser Angebot würde lauten, Kohle stopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Kohle stopp, hopp, 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 und das in jeder Talkshow. Kohle stopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Es ist für Frau Merkel kein großer Schritt, eine ehemalige Kollegin einfach mal als Gast, als kostenloser Assistenten, ehrenamtlicher Helfer in ihren Ministerien zum Gespräch zu bitten mit Minister Spahn und Minister Klöckner und wie sie alle heißen, ne? Naja, ja. Zumindest keine so große Hürde, wie jetzt zu sagen, ich erhöhe überall die Steuern und verliere meine letzten Wähler und gehe als Kanzlerin in die Geschichte rein, die die CDU ruiniert und marginalisiert hat. Ja, ja, aber ja, dann fehlt ja jetzt nur noch die Umsetzung. Lass losgehen. Deswegen meine Bitte an dich, da unten sitzen die Fridays for Future, sprich mit denen. Also mein Tipp ist, engagier dich für die Weltrettung. Denn wenn wir nicht ins Gespräch kommen, verlieren wir alle. Denn in ein paar Monaten haben diese jungen Leute keine Medienmacht mehr, weil bis jetzt jeder Hype irgendwann zu Ende ging. Heute waren noch die Journalisten da. Ich habe gerade noch mit dem WDR gesprochen. Ja. Aber wenn die nicht mehr kommen, haben wir alle verloren. Dann gibt es keine bessere Welt, dann gibt es keinen Frieden auf der Erde, gibt es keine gereinigte Umwelt, dann geht dieser ganze Scheiße so weiter. Haben wir jetzt so ein bisschen die Welt neu erklärt, neu erfunden und auch einen neuen Lösungsweg aufgezeigt? Ja, mir wurde ein Lösungsweg vorgestellt, den ich sehr plausibel finde, sehr nachvollziehbar finde, sehr gut finde und den es zu verfolgen gilt. Ich